Hallo, das Dusselchen hier. Willkommen zurück zu Let's Play Harry Potter und der Stein der Weisen. Eigentlich wollte ich jetzt nicht kämpfen, aber okay. Ich sollte vielleicht doch mich lieber erst um die Schildkröte da kümmern. Und sie ist tot. Okay. Und jetzt um den Troll, der mich wirklich Schaden macht. Yay! Wir gehen weiter und suchen ein verletztes Einhorn, was sich hier in der Nähe aufhalten soll. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne den Weg nicht mehr. Na gut, ich habe früher auch nicht gekannt. Ich bin früher auch immer auf dem Glück gelaufen. Macht ihr das Schaden? Nein, okay. Macht ihr das Schaden? Moment. Das hier hat ihr Schaden gemacht. Sehr gut. Und hier, macht ihr das hier Schaden? Nein. Okay. Dann, du. Ach stimmt, ja, du bist blau. Ihr macht das hier Schaden. Sehr gut. So. Gewonnen. Sehr schön. So, wir gehen, ich würde sagen, hier lang und dann da. Nein, da runter. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne den Weg nicht mehr. Das ist voll doof. Du bist so ein dummer Troll. Warum machst du mir nicht so wenig Schaden? Schutzgürtel, schon wieder. Ah, super. Ach, da. Dem, 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 dem. Oh mein Gott. Sieh mal, das muss ein Einhorn sein. Es ist tot. Ah, der Schmerz in meinem Kopf. Ah. Was ist geschehen? Er ist jetzt weg. Mein Name ist Firenze. Wir gehen jetzt besser zu Hagrid zurück. Warte, weißt du, wer die Einhörner getötet hat? Jemand, der scharf auf ihr Blut war. Es hält ihn am Leben, auch wenn er für alle Zeit verflucht ist. Doch bald wird er etwas trinken, das ihm zu ewigem Leben verhilft. Natürlich, das Lebenselixier, gewonnen aus dem Stein der Weisen, aber wer ist der? Der gleiche, von dem die Zentauren glauben, dass er dich töten wird. Der gleiche, der sich seit einer Ewigkeit an das Leben klammert und darauf wartet, erneut Macht zu erlangen. Voldemort. Harry, alles in Ordnung mit dir? Irgendwas ist jetzt auf den Boden gefallen. Moment, ich muss das kurz suchen. Verdammt. Das hätte nicht auf den Boden fallen sollen. Das ist nämlich eine Reißzwecke und das wird ziemlich wehtun, wenn ich da einmal drauf treten werde. Nein, sie ist hier reingefallen. Ah, dann ist gut. Harry, alles in Ordnung mit dir? Ja, aber das Einhorn ist dort. Es ist tot und ich suche diese Reißzwecke, verdammt, weil ich sie wieder haben will. Weil ich mir so, aua, irgendwann weh mache. Es ist Zeit für mich zu gehen, Harry. Du bist nur in Sicherheit und vergiss nicht, manchmal irren sich auch die Sterne. Soll ich spoilern? Lasst uns zurück nach Hause gehen. Bitte, die anderen sind schon längst da. Ach, ich muss jetzt auch noch hier rausfinden. Willst du mich verarschen? Es ist jetzt nicht nett, einen kleinen Jungen hier allein zu lassen, der jetzt hier durch den ganzen Wald rennen darf. Und hoch und hier lang. Und eine Schlange. Niedlich. Und da hoch. Ich sagte hoch. Und verdammt, hier lang geht's nicht. Nein. Okay, verdammt. Ich suche gerade einen sehr schnellen Ausweg, weil ich diesen Wald nicht wirklich gern habe. Okay, hier ist falsch. Verdammt. Hier lang. Und hier hoch. Und da hoch. Und eine Schlange. Und diese Schlange hält ein bisschen mehr aus. Und sie ist tot. Und ich gehe hier hoch. Und ich gehe hier hoch. Und ich renne eine blaue Spinne rein. Und blaue Spinnen lassen sich am besten hiermit bekämpfen. Und noch einmal. Und ich habe einen neuen Level freigeschaltet. Sehr schön. Wie oft kriege ich denn noch Level ab? Und wir gehen weiter. Ui! Und irgendwie wollte ich nicht hier runterrennen. Ich wurde irgendwie zu Hagrid. Ist Hagrid hier drin? Hallo? Nö. Bin das verletzt? Ich habe es... Was ist das denn? Ich habe es doch gefunden. Muss ich wieder ins Schloss rein. Du hast deine Strafe bekommen, Harry. Geh jetzt direkt nach Gryffindor. Ja, kein Problem. Ich hasse Schildkröten. Nee, ernsthaft, ich mag die Dinger nicht zum Kämpfen. Die Dinger vor allem. Ja, es sind Dinger. Keine lebenden Tiere. Natürlich nicht. Nein. Ja, schon eher. Ich kämpfe lieber gegen Schlangen, die mich vergiften, als gegen Schildkröten, die Feuer spucken. Und das meine ich total ernst.
So, hoch. Fliehen. Ja, fliehen. Ja, fliehen. Okay, ich muss hier lang. Dann muss ich fliehen. Und dann muss ich hier hoch und dann muss ich nur noch nach Gryffindor. Whee! Schweinsschnauze. Hinein mit dir, mein Kleiner. Harry, was ist passiert? Voldemort ist im Wald. Er will den Stein der Weisen haben. Ich glaube, Snape hat Vögel Angst eingejagt, damit er ihm hilft. Sprich seinen Namen nicht aus. Firenze, der Zentaur, hat mich gerettet. Andere Zentauren glauben jedoch, dass Voldemort mich töten wird. Die Sterne sagen das. Harry, ich habe gehört, dass Voldemort Angst vor Dumbledore hat. Solange er also in der Nähe ist, bist du sicher, jetzt sollten wir aber schlafen gehen. Mein Tarnumhang, er ist wieder da. Hier ist ein Zettel. Nur für den Fall, du brauchst Tarnumhang. Klar. Zeit vergeht. Die Prüfungen sind vorbei. Bald haben wir Sommerferien. Ja, es wird so gut wie niemand mehr hier sein. Darauf hat Snape ja nur gewartet. Harry, wir haben ja noch nicht einmal Ahnung, ob Snape mittlerweile weiß, wie er an Fluffy vorbeikommt. Aber meine Narbe tut mir höllisch weh. Das ist sicher ein Zeichen dafür, dass es Ärger geben wird. Hallo, gehst doch ein wenig die Sonne, bevor ihr nach Hause fahrt, was? Hagrid, wenn jemand an Fluffy vorbeikommen will, wie müsste er das anstellen? Halt, so wie ich es auch dem Fremden erklärt habe, spiele ihm einfach ein wenig Musik vor. Und er wird auf der Stelle einschlafen. Lustig, dass er mit dem Ei aufgetaucht ist, als ich es mir am meisten gewünscht habe. Wir müssen Dumbledore alles erzählen. Das war Snape, der Hagrid das Drachenei gegeben hat. Aber wir wissen nicht, wo Dumbledore das Büro... Warum spreche ich rum wie Mädchen? Dann müssen wir es eben suchen. Wir teilen es auf und treffen uns dann in Gryffindor wieder. Suche nach Dumbledore. Okay. Und wir suchen nach Dumbledörchen. Nur im Lehrerzimmer. Weißt du das vielleicht? Weißt du, wo Dumbledore ist? Ich habe gehört, dass er dringend weg musste. Können Sie vielleicht sagen, wo Professor Dumbledore finden könnten? Ich würde es euch sagen, wenn ich es wüsste, er ist ein vielbeschäftigter Mann. Okay. Das ist ein bisschen doof. Nein, ich wollte ja in das da unten runter. Nein, da ist sie auch nicht. Ah, da ist sie. Genau, die wollte ich sprechen. Ich muss mit Professor Dumbledore sprechen, es ist sehr dringend. Professor Dumbledore ist in London. Er hat eine eilige Nachricht vom Zaubersystem erhalten. Warum willst du ihn ebenso dringend sprechen? Es ist wegen dem Stein der Weisen. Woher weißt du davon? Das ist jetzt nicht wichtig. Jemand will ihn stehlen. Niemand ist in der Lage, den Stein zu stehlen. Professor Dumbledore kommt morgen zurück. Ich kann mir vorstellen, dass er sich noch ausführlich mit dir über diese Sache unterhalten möchte. So, jetzt muss ich zurück nach Gryffindor. Wie ging das nochmal? Muss ich denn an den Popo? Lecker. Popo eines. Ja, ich will es nicht aussprechen. Schweinsschnauze. Hinein mit dem Winkel. Professor McGonagall hat mir erzählt, dass Dumbledore in London ist. Wenn sie weiß, dass Dumbledore weg ist, dann weiß es auch Snape. Er wird noch diese Nacht versuchen, den Stein zu stehlen. Dann versuche ich, den Stein als Erster zu bekommen. Ich komme mit. Ich auch. Wir müssen los. Wir sollten den Umhang anziehen und... Trevor, bist du hier unten? Hallo, was macht ihr denn hier? Ach, nichts, Neville. Ihr geht wieder raus, stimmt's? Nein, das tun wir nicht. Geh ins Bett, Neville. Ihr könnt nicht rausgehen. Sie werden euch wieder erwischen und ihr werdet noch mehr Punkte verlieren. Das verstehst du nicht. Es ist wichtig. Ich lasse euch nicht gehen. Ich habe von euch gelernt, wie man sich gegen andere wehrt. Ich werde gegen euch kämpfen. Tut mir leid, aber ich muss es jetzt machen, Neville. Perfidicus Totalus. Später wirst du es verstehen, Neville. Wir gehen jetzt runter in den dritten Stock. Das ist der fünfte. Also müssen wir noch eins runter und noch eins runter, genau. So, und hier nochmal um die Kurve. Und die Tür steht offen. Snape muss schon hier sein. Hallo, Fluffy. Ich glaube nicht, dass Fluffy uns sehen kann. Spiel, Harry, spiel auf der Flöte. Und... Ich glaube, das Biest schläft. Los jetzt! Ah. Keine Spur von Snape. Ich kann mich nicht bewegen. Ich auch nicht. Diese Pflanzen haben sich unsere Füße gewunden. Das müssen Teufelsschlinge sein. Ich habe schon mal etwas über sie gelesen. Mach Licht oder Feuer, Harry. Okay, Zauberspruch. Incendium. Geht das eigentlich auch mit? Nein. Geht das hier mit?
Nein. Gut, dann müssen wir uns doch auf den hier verlassen. Okay, einer ist weg. Geht das hier eigentlich? Ja, es geht, macht mehr Schaden, das ist gut. So, jetzt noch auf dich. Wieso macht ihr das so wenig Schaden? Bin ich wirklich sehr untertrainiert? Okay, ich muss das, glaube ich, besser schaffen. Okay. Okay, Zauberspruch. Dann bitte einmal Incendio Uno hier drauf. Und nochmal. Ach du Scheiße. Sind die Dinger stark? Incendio Uno hier drauf. So, ihr seid nicht ganz so stark, nehme ich mal an. Bei euch reicht das hier. Und dann, wenn ihr tot seid, lebe ich noch. Ja, ist halt überhaupt nicht stark. Das große Ding war stark. Okay, dann nochmal. Den hier. Sehr gut. Verdammt. Du lebst immer noch. Gut. Also nochmal den hier. Yay. Du hast einen neuen Level freigeschaltet. Wuhu. Danke, Harry. Sie haben mir beinahe die ganze Luft aus dem Körper gepresst. Lass uns weitergehen, ob Snape schon einen Vorsprung hat. So, Leute, ob Snape schon einen Vorsprung hat oder nicht, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.